Ich war gerade dabei, ein Hörbuch zu hören und habe dort eine sehr interessante Geschichte aufgeschnappt. Das Hörbuch heißt Der Elefant, der das Glück vergaß. Und es geht um buddhistische Geschichten. Und in der Geschichte ging es darum, dass ein König sich bei der Jagd verletzte am Finger und dann seinen Leibarzt rief. Und der Leibarzt, er verarztete dann die Wunde und der König fragte dann, wird das auch wieder gut? Also meine Verletzung, heilt die auch wieder? Und der Arzt sagte, gut, schlecht, wer weiß das schon? Und die Wunde verschlechterte sich dann im Laufe der nächsten Tage und der König holte nochmal seinen Leibarzt zu sich. Und der König machte sich noch mehr Sorgen jetzt natürlich, weil die Wunde schlimmer wurde und sich weiter entzündete und fragte dann wieder den Leibarzt, ja, Herr Doktor, wird das wieder gut? Wann kann ich damit rechnen, dass mein Finger geheilt ist? Und der Arzt sagte wieder, gut, schlecht, wer weiß das schon? Und der König war stutzig geworden und naja, ließ den Arzt dann wieder gehen. Und dann verschlimmerte sich die Wunde noch mehr. Der Finger entzündete sich weiter und er holte dann nochmal den Arzt und der Finger musste amputiert werden. Und aufgrund dieser Inkompetenz seines Arztes ließ er ihn in den Kerker werfen und dachte, der Arzt sei nicht ganz dicht. Und er ging dann runter nach ein paar Wochen zu dem Leibarzt und fragte ihn so ein bisschen süffisant, und wie gefällt's dir im Kerker? Und der Arzt sagte wieder nur mit einem Achselzucken, gut, schlecht, wer weiß das schon? Und ein paar Tage später ging der König dann wieder auf die Jagd, als sein Finger verheilt war, als sein amputierter Finger verheilt war. Und er wurde dann von seiner Gruppe getrennt und wurde dann von einem eingeborenen Stamm festgenommen. Und dieser eingeborenen Stamm hatte gerade eine Zeremonie am Laufen, wo sie ihrem obersten Gott etwas opfern wollten. Und dieser König kam ihnen gerade recht und dann banden sie ihn an den Marterpfahl. Der Medizinmann kam und sie waren kurz davor, ihm die Kehle durchzuschneiden. Und dann rief der Medizinmann kurz davor Halt, weil er die neuen Finger entdeckte. Und neun Finger können sie ihr, so ein unvollkommenes Wesen, können sie ihrem Gott nicht opfern. Und er sagte dann, lass den Mann frei. Und als der König dann seinen Weg zum Palast wiedergefunden hatte, ging er sofort zu seinem Arzt runter in den Kerker, ließ ihn frei und erzählte ihm die Geschichte und entschuldigte sich bei seinem Arzt. Und der Arzt sagte nur, nein, warum denn? Wenn Sie mich nicht in den Kerker geworfen hätten und Ihr Finger vielleicht nicht schlimmer geworden wäre und Sie dann wütend auf mich geworden wären, wäre ich vielleicht bei der Jagd auch dabei gewesen und ich hätte alle 10 Finger auf jeden Fall gehabt. Und die Geschichte zeigt so ein bisschen, dass man nie genau weiß, was für Auswirkungen etwas hat, was man tut oder was vor allem einem passiert. Man beschuldigt immer andere, das Leben, die Umstände, dass sie einem nicht wohlgesonnen sind, dass man ja, dass man es schlecht hat, dass man das Schlechtere losgezogen hat. Wobei man in Wirklichkeit einfach mal auf das Leben vertrauen sollte und auch solche negativen Dinge und auch schlechte Zeiten und auch Probleme und Krisen einfach annehmen sollte und daraus lernen soll und darauf vertrauen sollte, dass das Leben weiß, was los ist, dass es immer alles einen Sinn ergibt und dass man, wenn man dem sich öffnet, dass es immer irgendwann einen Sinn ergibt und dass man immer daraus gestärkt hervorgeht oder vielleicht sogar dadurch gerettet wird, dass dieser Weg, der erstmal so schlimm erscheint und so tragisch, dass der am Ende der Weg ist, der einem zu der wahren Erfüllung und dem wahren Glück verhilft. Das passiert aber nicht, wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, mir passiert das und sich dagegen wehrt und verkrampft und so weiter. Also nehmt die Dinge so, wie sie kommen, nehmt Krisen an, verzweifelt nicht daran, durchlebt sie und geht gestärkt daraus hervor und macht euch nicht den Kopf, die negativen Gefühle vergehen wieder und es kommen auch wieder die Zeiten, wo man sieht, dass sich das auszahlt, dass die negativen Dinge ihren Sinn hatten, dass sie zu mehr Produktivität, zu geistigem Wachstum, zu mehr Weisheit führen. Die kleine Geschichte hat mich sehr inspiriert und bringt so eine Leichtigkeit vielleicht auch zurück. Wenn man gerade in einer Phase steckt, die so ein bisschen
bedrückend wirkt. So gerade auch bei dem Wetter. Jetzt war es so schön weiß die letzten Tage, jetzt wird es wieder wärmer, jetzt taut wieder alles, es wird alles wieder nass, es ist grau. Und ja, der innere Sonnenstrahl kommt dann so ein bisschen zurück, wenn man erkennt, dass, ja, dass alles so seinen Sinn hat und vielleicht so sein soll, wie es gerade ist, weil es eben zu etwas führt, was dann eben noch viel schöner ist und viel erfüllender im Endeffekt. Das soll es gewesen sein von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.